Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute super schnelle Gastgeschenke und bei mir in meinem Fall waren das die Katalog-Goodies, die ich mitgeschickt habe zum Katalog statt vom Frühjahr-Sommer-Katalog und der Celebration-Broschüre. Und jetzt seht ihr schon, also ich habe natürlich ganz, ganz viele verschiedene gemacht. Es ist eine riesen Auswahl an Schmetterlingen, ein paar Mal ein großer Schmetterling, ein paar kleine Schmetterlinge oder die ganz, ganz kleinen Schmetterlinge, also da ist ganz schnell eine große Vielfalt gemacht und ich finde, es ist ein super tolles, kleines Gastgeschenk, wenn ihr zum Beispiel eine Veranstaltung habt wie eine Taufe, eine Kommunion, eine Firmung, eine Hochzeit, könnte man sowas in euren Farben machen und dann als Gastgeschenk für jeden gestalten. Es ist schnell gemacht, man kann viele machen und es macht richtig Spaß. Und dann legen wir gleich mal los. In meinen Beispielen habe ich mit den Sinnlitz-Formen gearbeitet. Das sind die Sinnlitz-Formen Beautiful. Die Sinnlitz-Formen schöne Schmetterlinge. Aber ich möchte es mit euch im Video so gestalten, dass ihr das auch ohne Big Shot machen könnt. Das heißt, wir stempeln und stanzen uns die Schmetterlinge auf und dann kann das jeder machen, auch wenn man keine Big Shot hat oder noch keine große Bastelausrüstung. Falls ihr eine Big Shot habt, natürlich bietet sich das dann an, diese Schmetterlinge auszustanzen, weil da könnt ihr mit einem Mal ganz viele Formen ausstanzen. Da blende ich euch ein Foto ein und habt dann diese große Vielfalt, die ihr vorher in meinen Bastelbeispielen gesehen habt, mit einem Mal, glaube ich, fast, ich glaube 18 Schmetterlinge mit einem Mal durchkurbeln, könnt ihr euch da ausstanzen. Aber wie gesagt, wir machen das jetzt mit dem Schmetterlingsset, Schmetterlingsglück und der passenden Stanze dazu. Dann kann das jeder machen, der eben auch keine Big Shot hat. Was ich noch benutze, ist die Stanze Etikett für jede Gelegenheit und die Stempelfarbe Blütenrosa. Und die neuen Stanzen benutze ich auch, also das sind so kleine Blütenstanzen. Den Namen weiß ich jetzt nicht, den blende ich euch ein. Und ihr habt gesehen, also damit kann man ganz viele unterschiedliche Blüten machen. Muss mal gucken, eine Form fehlt mir noch, die hier. Drei verschiedene Blütenformen könnt ihr euch da ausstanzen. Müsst ihr euch nur entscheiden, welche euch am besten gefällt. Und ihr könnt euch zusätzlich, das sind also vier Stanzen insgesamt im Paket, noch ein Blatt ausstanzen und einen Kreis für die Mitte von der Blüte, wenn ihr zum Beispiel keine Glitzersteine verwenden möchtet. Oder ihr nehmt es als Locherstanze, da geht es natürlich auch. Genau, also fangen wir mal an. Ich brauche ein Stück flüsterweißes Papier, nehme meine Stanze und stanze mir das einmal aus das Etikett. Dann nehme ich meine Stempelfarbe, Blütenrosa in dem Fall, und meinen Spruch habe ich mir schon auf einen Acrylblock aufgezogen. Nehme die Farbe auf und stempel mir beste Wünsche einmal auf mein Projekt. Dann nehme ich mir nochmal ein Stück Flüsterweiß und stempel mir die Schmetterlinge jetzt mal auf. Ich habe dafür Schwarz, Melonengelb und Safrangelb. Und ihr müsst euch nur aussuchen, welche Schmetterlingsform ihr möchtet. Also in dem Set sind ganz verschiedene Formen und Muster drin von den Schmetterlingen und das ist natürlich total cool. Und ich habe mir jetzt einfach eine ausgesucht und die Grundform, die stempel ich mir jetzt mal in Schwarz auf. Und dann fülle ich das Ganze auf, einmal in Mangogelb und die Oberseite mache ich in Safrangelb. Und den kleinen Schmetterling, den fülle ich jetzt nochmal auf in Mangogelb und kann mir das dann jetzt gleich ausstanzen. Dafür nehme ich mir die Stanze. Da muss man da unten schnell die Spitze abschneiden. Und dann stanze ich mir das Ganze aus. Jetzt habe ich mir das ein bisschen blöd kurz geschnitten. Also es ginge schon, aber als kleinen Tipp, wenn ihr ein Post-it habt, klebt euch das einfach an so ein Post-it hin, dann habt ihr eine Verlängerung und könnt es besser ausstanzen. Und schon haben wir unsere zwei Schmetterlinge. Jetzt hatten also für zwei Formen schon mal unsere Schmetterlinge. Dann nehme ich mir einfach noch ein Stück Band. Ich habe jetzt hier das Heideblütenband aus der Celebration-Broschüre. Schneide mir dann ein Stück ab. Meine Süßigkeit brauche ich noch, das lege ich mir auch gleich noch rein. Okay, und dann nehme ich mir mein Band so und
überkreuze mir das einmal, lege mir das vorne drauf, so, und tacke mir auf die Rückseite meine Süßigkeit hin. So hebt es eigentlich ganz gut. Dann nehme ich mir noch ein Stück Limette und ihr braucht da wirklich nur ein ganz kleines Stück und eine von meinen Blütenstanzen. Ich schanze mir dann eine Blüte aus und kann mir das dann jetzt über meinen Tackernagel drüber kleben. Ich nehme jetzt einfach die Glue Dots, die kleinen Klebepunkte, klebe mir das hier so drauf und verstecke jetzt sozusagen meine Tackernadel mit der Blüte ein bisschen. Und unten hin kommt dann noch ein Schmetterling, ihr könnt euch den gerne noch ein bisschen so biegen. Und dann kann man sich den hier so richtig schön unten hinkleben. Das Ganze dann noch mit ein bisschen Glitzy und Bling Bling verzieren. Natürlich darf das nicht fehlen. Und schon ist unser Gastgeschenk fertig. Also hier ist die Variante mit der Stanzwand und den Stempeln. Und das sind die ganzen Varianten mit den Zündelsformen. Könnt ihr also auswählen, was ihr für Möglichkeiten habt und was euch besser gefällt. Und ja, dann sind die ziemlich schnell gemacht. Ihr habt jetzt noch einen zweiten für das zweite Kärtchen. Und so, ja, einfach und schnell kann man sich ein schönes Gastgeschenk basteln und der Beschenkte freut sich hoffentlich darüber. Das war's von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachbasteln, bis zum nächsten Mal. Tschüss!